Zwerghirsch und Affe. Ein Zwerghirsch war mit einem Affen befreundet, und ihre Freundschaft war sehr innig. Wohin sie auch gingen, sie blieben ständig zusammen, und immer machten sie etwas gemeinsam. Eines Tages sagte der Affe zum Zwerghirsch: »Ich habe das Gefühl, unser Leben wird immer schwieriger. Jedes Mal, wenn wir etwas essen wollen, werden wir von Menschen verfolgt, die uns töten wollen.« »Das ist wahr«, antwortete der Zwerghirsch, »denn immer wenn wir etwas essen, stehlen wir es auch den Pflanzungen der Menschen.« »Und was sollen wir tun, damit wir in Ruhe leben können und ohne Furcht vor den Menschen getötet zu werden?« fragte jetzt der Affe. »Wir müssen selbst etwas pflanzen«, antwortete da der Zwerghirsch. »Wir selbst müssen das pflanzen, was wir mögen. Und wenn wir die Früchte unserer eigenen Pflanzung ernten, werden wir bestimmt nicht mehr von den Menschen bedroht, verfolgt und getötet werden.« »Gut«, fuhr der Affe fort, »komm, lass uns beginnen und etwas pflanzen. Aber was pflanzen wir denn am besten?« »Zunächst ist es am besten, wir pflanzen jeder einen Bananenbaum«, antwortete der Zwerghirsch. »Ein Bananenbaum ist leicht zu pflanzen und nicht schwer zu pflegen.« »Gut, lass uns anfangen«, sagte der Affe. »Aber ich habe noch einen Vorschlag. Am besten ist es, wir pflanzen die Bäume gemeinsam und essen auch ihre Früchte gemeinsam, nachdem wir sie gerecht aufgeteilt haben.« »Sicherlich«, sagte der Zwerghirsch. »Lass uns anfangen.« Zwerghirsch und Affe begannen nun, Bananen zu pflanzen. Der Zwerghirsch setzte einen Baum und der Affe setzte auch einen Baum. Die Pflanzen des Affen konnte aber keine Früchte tragen, weil er jedes Mal, wenn die jungen Blattspitzen hervorkamen, den Baum bestieg und sie abbiss. Schließlich ging der von dem Affen gepflanzte Bananenbaum ein. Die Pflanze des Zwerghirschs aber wuchs und gedieh und trug am Ende Früchte. Als die Früchte dann zu reifen begannen, floch der Zwerghirsch einen Korb, um später die gepflückten Bananen hineinzutun. Weil aber der Zwerghirsch nicht klettern konnte, bat er den Affen, ihm zu helfen und die Bananen zu pflücken, um sie dann gerecht aufzuteilen. Der Affe zeigte sich einverstanden und nahm den Korb, den ihm der Zwerghirsch reichte, um da hinein die Bananen zu legen. Dann kletterte er mit dem Korb hinauf. Doch angesichts der reifen Bananen kam ihm ein gemeiner Gedanke. Er pflückte die reifen Bananen eine nach der anderen, aß sie und legte nun ihre Schalen in den Korb. Als er alle Bananen gegessen hatte, stieg er wieder hinunter und sagte, wobei er dem Zwerghirsch den Korb mit den Bananenschalen gab: »Das ist dein Anteil, ich habe es schon oben gleichmäßig aufgeteilt und mein Anteil habe ich gleich gegessen. Das, was hier noch da ist, gehört alles dir.« Der Zwerghirsch nahm den Korb, und als er bemerkte, dass er nicht mit Bananen, sondern nur mit Schalen gefüllt war, wurde er sehr zornig. Aber er konnte nichts tun, als seinen Zorn weiter wachsen zu lassen. Er bereute, sich mit so niederträchtigen Affen befreundet zu haben. Doch er konnte seinem Groll keinen freien Lauf lassen, weil der Affe schnell und ihn verspottend auf einen Baum gekletterte. Einige Wochen später wuchs aus dem Wurzelstock des von dem Zwerghirsch gepflanzten Bananenbaums ein neuer Trieb. Der Zwerghirsch freute sich sehr, als er das sah und dachte: »Das letzte Mal bin ich von dem Affen betrogen worden und habe nichts von meiner Bananenernte bekommen. Jetzt trägt mein Baum wieder Früchte. Das ersetzt meinen früheren Verlust. Diesmal werde ich mich auf keinen Fall von diesem verfluchten Affen betrügen lassen.« Seitdem bewachte er den Baum sehr sorgfältig und hütete ihn Tag und Nacht aus Angst, von dem Affen wieder überlistet zu werden. Eines Tages dann, als die Bananen des Zwerghirschs herangereift waren, kam der Affe. »In welcher Absicht kommst du hierher?« fragte der Zwerghirsch voller Zorn. »Ich habe gesehen, dass deine Bananen reif sind«, antwortete der Affe, sah eine Weile zu den Bananen und schluckte den Speichel hinunter. »Was geht es dich an, dass meine Bananen reif sind? Vielleicht erinnerst du dich noch an unser früheres Versprechen.
Unsere Ernte soll gleichmäßig aufgeteilt werden. Und deswegen komme ich hierher, um meinen Anteil abzuholen. Nein, ich gebe dir nichts davon, fauchte der Zwerghirsch. Du hast mich damals betrogen. Du hast die Bananen allesamt gegessen und mir nur ihre Schalen gegeben. Ich werde dir nicht das Geringste abgeben. Du denkst also noch daran, was damals geschah? Sagte jetzt der Affe enttäuscht. Sicherlich, mein ganzes Leben lang werde ich es nicht vergessen. Und wenn ich dich jetzt um Verzeihung bitte? Nein, ich gewähre dir keine Verzeihung. Du willst mir also keinen, auch noch so kleinen Teil abgeben? Fragte der Affe jetzt mitleidheischend. Nein, wie es auch sei, ich gebe dir nichts, antwortete der Zwerghirsch mit fester Stimme. Wenn es so ist, dann ist alles klar. Ich werde sofort gehen, sagte nun der Affe enttäuscht. Aber in diesem Moment kam ihm ein Gedanke, und wie er den Platz verließ, sagte er, während wir uns nicht sahen, hast du bestimmt klettern gelernt, kannst es jetzt. Nun, dann ist es ja auch erledigt. Steig nur auf deinen Baum, ich werde dich nicht weiter belästigen. Lebe wohl und viel Freude an deiner Ernte. Hey, warte doch, rief der Zwerghirsch. Er dachte daran, dass er nicht klettern und deshalb auch die Bananen nicht pflücken konnte, wenn ihm aber der Affe nicht half. Was? Ist es nötig, dass du mich aufhältst? Du hast doch gesagt, dass du mir nichts abgeben wirst. Warum willst du mich aufhalten? Soll ich zusehen, wie du deine Geschicklichkeit im Klettern zeigst und mit ansehen, wie du alle Bananen isst? Sagte jetzt der Affe. Sei doch nicht so. Ich möchte dich um deine Hilfe beim Klettern und Pflücken bitten. Ich kann doch nicht klettern. Ach nein, ich will nicht. Du willst mir ja auch nichts geben. Ich werde dir dann einen Teil abgeben, fuhr der Zwerghirsch fort. Tatsächlich war er unsicher und besorgt, den Affen zu den Bananen hinaufsteigen zu lassen. Doch wenn er selbst nicht klettern konnte, was sollte er da tun? Es blieb ihm nichts übrig, als den Affen zu bitten, und so sagte er weiter, »Hilf mir, besteig den Bananenbaum, ich werde dir nachher die Hälfte abgeben.« Während er das sagte, gab er dem Affen den Korb. Der nahm ihn und begann hochzuklettern. Oben angekommen, kam ihm angesichts der reifen Bananen wieder jener gemeine Gedanke, und er begann die Bananen eine nach der anderen abzupflücken, zu schälen und zu essen. Als der Zwerghirsch dies sah, wurde er zornig. Wenn er das zuließ, würde er sicher wieder keine von den Bananen zu essen bekommen. Da fiel ihm eine List ein, wie er der Niedertracht des Affen vereiteln konnte. Und er begann den Affen zu beschimpfen und zu schmähen. »Hey, Affe! Befriedige dein Herz nun beim Bananenessen. Schon vorher wusste ich, dass du gefräßig, gierig und selbstsüchtig bist. Ich ließ dich hinaufsteigen, weil ich deine Gefräßigkeit kenne. Du bist gemein. Dein Herz ist schlecht. Ich werde meinen Anteil bestimmt nicht bekommen. Gemeiner Affe, schlechter Affe!« Der Affe wurde zornig, als er diese Beschimpfung und Schmähung hörte und bewarf zunächst den Zwerghirsch mit den Bananenschalen. Aber der belachte nur diese Würfe und schimpfte und schmähte ihn weiter. Da wurde der Affe immer zorniger und bewarf den Zwerghirsch, ohne anzuhalten. Mit der Zeit, und weil er so in Wut geriet, warf er nicht nur die Schalen auf den Zwerghirsch, sondern ganze Bananen. Der hob die Früchte einer nach der anderen auf, aß sie, wobei er ständig die Würfe des Affen belachte und ihn immer weiter beschimpfte und schmähte. Schließlich waren keine Bananen mehr da. Der Affe hatte sie alle gepflückt und damit den Zwerghirsch beworfen. Auf diese Weise hatte der Zwerghirsch dem Affen den Betrug heimgezahlt. Der Affe hatte kaum von den Bananen essen können, weil er den größten Teil nach dem Zwerghirsch geworfen hatte. Als keine Bananen mehr da waren, merkte der Affe, dass diesmal er betrogen war. Und da er sich schämte,
verließ er den Zwerghirsch. Seitdem sind Affe und Zwerghirsch keine Freunde mehr.